Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Walkthrough Gameplay First Look von dieses Mal. Ab dem 27. Juli im Kino. Nämlich schauen wir uns heute Pixels an. Defense, das ist ein Handyspiel. Moment. Könnt ihr bei Google Play und im App Store kostenlos herunterladen. Ist mir noch ein bisschen laut. Ich kenne es noch nicht, den Film kenne ich auch leider noch nicht. Aber ich möchte das Spiel jetzt mal mit euch spielen. Und wir starten einfach mal. Select City, New York. Stadt freigeschaltet. Du musst für jede Schwierigkeitsgrad mindestens einen Stern abschließen, um die nächste Stadt freizuspielen. Freizuschalten. New York, London, Paris und Sydney. Wir machen mal zuerst New York auf Anfänger. Mal gucken, wie das Spiel ist. Das ist ja von Bandai Namco. Kann ja nur gut sein. Ich kann jetzt den Namen nicht lesen, aber Eddie Ludlow Cooper, ich nehme jetzt einfach mal den hier. Und bestimmt die Protagonisten des Films. Cooper ist, glaube ich, hier, wie heißt dieser, Kevin James? Bin mir nicht sicher, sieht auf jeden Fall so aus. Ach so, ich muss zwei auswählen. Okay, dann nehmen wir mal ihn und Eddie. Und los geht's. Wird geladen. Ah, der Grafikstil ist schon mal geil. Ich mag ja eh dieses Pixel und so, das ist ganz cool. So. Gucken, was jetzt Pixel Defense ist, worum es hier geht in dem Spiel. Ein bisschen habe ich mir ja schon angeguckt. Zumindest, wo ich es mir heruntergeladen habe. Ich werde euch die Links nochmal in die Beschreibung tun und dann gucken wir mal. Wir Violet. Ich bin Oberstleutnant Violet Van Patten. Eine außerirdische Lebensform hat Videospiele geschickt, um die Erde zu verpixeln. In Spielen hast du die Welt schon unzählige Male gerettet. Jetzt musst du es in Wirklichkeit tun. Ja, nicht wirklich. Es ist immer noch ein Spiel irgendwie so, ne? Ich wollte schon immer mal zum Big Apple. Also, hier sind wir jetzt in New York und ja. Du bist nicht im Urlaub. Halte diese Stellung, bis die nächste Pixelwelle eintritt. Oh, das ist also so ein Wellenüberlebenskampfspiel. Tippe auf die schwarzen Quadrate, um das Baummenü einzublenden. Baummenü. Ach, das ist. Ach so, das ist ein Tower Defense Spiel oder sowas, wa? Wähle jetzt den Schützengraben aus. Graben mit zwei Soldaten. Bereit. Schützen. Ach so. Hä? Sehr gut, aber für die nächste Welle wird ein Graben nicht ausreichen. Wir müssen noch einen ausheben. Ja, ist ja gut. Ach, da. So, okay. Bereit. Okay. Warum machen die denn nix? Ach so, die sind für die letzten Einheiten gedacht. Oh, der ist entwischt. Arcade helfen im Kampf. Tippe darauf, um sie anzuwählen. Und tippe dann auf die Karte, um sie in eine Stellung zu bringen. Okay. Derzeitige Beruf: Fernsehinstallateur bei Nerdpatrouille. Nerdpatrouille. Zufällig. Ich weiß jetzt nicht, was es zu bedeuten hat, aber gut. Bereit. Piu piu. Piu piu. Arcade und Türme haben auch Prioritätsangriffe. Tippe auf einen Turm, um sie zu ändern. Ach so. Nächste, schwächste, härteste. Lass uns jetzt den Turm aufrüsten. Tippe dazu auf den nach oben gezeigten Pfeil. Ach so. Ja, ist mir scheißegal. Gut, aufgerüstet. Nächste Welle. Man darf halt den ganzen Gegner nicht durchkommen lassen. Und jetzt? Oh, jetzt beginnt eine nächste Welle bald.
Jetzt bin ich selber gefragt, was ich mache. Hier haben wir unser Geld. Das immer verdienen. Ich habe jetzt mal aufgerüstet. Ich bin bereit. Und so ist das Spiel dann an sich aufgebaut. Man muss halt mal gucken. Die nächsten Wellen, die beginnen dann halt immer. Wie rüstet man sich auf? Es können von allen Seiten Gegnern kommen. Und ja, es wird halt immer schwieriger. Das ist eigentlich ganz cool. So. Was mache ich jetzt? Kann ich irgendwo noch... hier. Da kann ich nochmal welche hinbauen. Also man muss sich halt immer entscheiden, baut man noch mehr, rüstet man die auf und was macht man jetzt, ne? Das ist halt immer die Frage. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe immer... Ich bin eigentlich nicht so Fan von, Tower Defense spielen, aber an sich sind die ja eigentlich ganz cool. So, ich baue jetzt hier nochmal, einen Graben hin. Und bereit. Ja, es werden halt immer mehr und muss man halt gucken, wie lange man überlebt. Ein Herz habe ich schon verloren. Oh. Jetzt kommen sie von der Straße aus, von unten. Ziemlich viele. Ja, aber keiner ist durchgekommen. Gut. Die kann ich auch aufrüsten. Aber was mache ich denn jetzt mal? Ich rüste mal hier unten aus auf... Ach, ich kann die bewegen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Dann stellen wir den einen mal hier hin. Und den anderen stellen wir mal hier hin. Aber obwohl, das ist eigentlich am Schloss, wenn die hier vorne stehen, wa? Ja gut, es beginnt schon. Ah, jetzt kommen ja so welche. Das war eigentlich voll easy. Kann ich nicht weit aufrüsten? Nee. Hier auch nicht. Lol, ich kann kaum was noch auf... Doch, den kann ich aufrüsten. Machen wir. So, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, die jetzt da hinzustellen. Ja, die kommen aber nicht so gut durch. Ja, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Macht euch bereit, da kommt etwas Riesiges auf euch zu. Du hattest recht mit dem Wurm. Es ist... Stindipate, oder keine Ahnung, wie das heißt. Okay, du kennst die Regeln. Ziel auf den Kopf. Oh Gott, jetzt kommt was Riesiges. Jetzt muss ich die Leute hier aber mal irgendwo hinstellen. Hallo. Was soll das denn? Hä, lol, jetzt bewegt er sich. Ach so. Oh Gott, jetzt muss ich noch ein bisschen... Ich kann nicht mehr aufrüsten. Ich kann nur die aufrüsten. Nicht genug. Nicht genug, nicht genug. Den kann ich gar nicht mehr aufrüsten, wa? Oh Gott. Kann ich irgendwas noch aufrüsten? Ich kann die löschen, wa? Nee, aber ich kann hier nichts mehr machen. Bringt alles nichts. Gut, dann beginnt das jetzt halt einfach mal. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh. Die Snake-Schlange. Ach du meine Güte. Schieß doch! Schießt! Oh nein, ich schaff das durch. Was ist denn jetzt mit euch los hier? Warum schießen die denn nicht? Oh nein. Aber die haben ja auch nicht geschossen. Voll gefailed. Kacke. Lol. Mission gesch... Du willst mich ja jetzt hier wohl verarschen, oder? Die haben nicht geschossen, was soll ich denn machen? Ich hab die doch aufgerüstet, wie dumm. Nochmal spielen, wa? Klasse. Oh, nee, 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 darauf habe ich jetzt keinen Bock. Nicht nochmal, bitte. Leute, ihr habt's gesehen. Warum habe ich den jetzt nicht geschafft? Ich verstehe das gar nicht. Ich habe doch alles aufgerüstet soweit und alle. Ja, gut. Wäre jetzt das erste Level gewesen, New York, aber... Naja, gut. Ein Tower Defense, Defense-Spiel, Tower Defender. Pixels Defense. Hätte ich mir beinahe denken können, das verrät der Name ja schon. Ist an sich ein ganz cooles Spiel, ist auch pixelig gehalten, aber ich bin an sich kein Tower Defender Spieler, Fan. Aber ist eigentlich ganz cool gemacht worden. Mit Spaß gemacht, doch, durchaus. Kann man mal spielen.